Dann trug er sein Anliegen vor. Hellenberger, ein Bayer, der zu Schindlers ältesten Freunden gehörte, versprach, gleich nach Tisch ins Ministerium zu fahren. Schindler wollte sich verabschieden, aber Hellenberger hielt ihn zurück. »Was willst du um 2 Uhr mittags allein mitten in Berlin herumsitzen? Komm in den Saal, wir werden zusammen essen.« »Kennst du Rathenau? Der frühstückt mit mir. Du wirst einen sehr interessanten Mann kennenlernen.« »Rathenau?« dachte Schindler. »Ach ja, das war ein reicher Industrieller, AG oder etwas Ähnliches.« Kapitel 5. Das Essen schmeckte ausgezeichnet. Hellenberger hatte einen Burgunder anwärmen lassen und Schindler merkte plötzlich, dass er im Begriff war, zu viel zu trinken. Er setzte sein Glas ab, das er schon erhoben hatte, und lehnte sich zurück. Die Atmosphäre von Reichtum und Eleganz, die ihn umgab, gefiel ihm. Wenn er allein war, aß er aus Sparsamkeit in kleinen Bierlokalen, an denen in Berlin kein Mangel ist. Er gab sich aber die Gelegenheit, im Kaiserhof oder bei Hiller zu essen, dann lebte er auf und huldigte ausgiebig der deutschen Sitte bei Kaffee und Schnäpsen bis in den späten Nachmittag hinein am Tisch sitzen zu bleiben. Rathenau, den Schindler mit großem Interesse beobachtete, sprach in einer merkwürdigen Art, indem er sich zwar an Hellenberger wandte, aber durchaus Schindler als Zuhörer zu meinen schien. Er zitierte Goethe, Briefe von Beethoven und verbreitete sich über seine Meinung, alles sei geistig, der Tisch, das Glas, der Teller, den er dabei mit beiden Händen und einer schönen, kräftigen Gebärde hochhob. Schindler hörte zu, ohne sich Mühe zu geben, alles zu verstehen. Als Hellenberger aufstand, um ins Ministerium zu gehen, wurde das Gespräch politisch. »Können Sie mir sagen, Herr Schindler?« fragte Rathenau. »Warum wir diesen Krieg führen?« »Ich weiß es nämlich nicht.« »Ich auch nicht«, sagte Schindler. »Der einzige Mensch, der das zu wissen scheint, ist mein zweiter Sohn, der im Felde steht.« Er griff in die Tasche, holte ein Bündel Briefe heraus, die teilweise riesige Eselsohren hatten, setzte seinen Zwicker auf, las eine Weile und zitierte dann: »Wenn ich auch überzeugt bin, dass ich im Frieden mehr für das Vaterland und das Volk tun kann als im Krieg, finde ich es doch verkehrt und unmöglich, solche abwägenden, fast rechnenden Betrachtungen anzustellen. Denn das Entscheidende ist doch immer die Opferbereitschaft, nicht das, wofür das Opfer gebracht wird.« »Verstehen Sie das?« fragte Schindler, als eine Zeit lang keine Antwort kam. »Ich verstehe es nicht.« »Was für Menschen sind das, unsere Kinder?« »Haben Sie auch Kinder?« Rathenau schüttelte den Kopf. Er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. »Von wem hat er solche Sätze gelernt?« fuhr Theodor Schindler fort. »Von mir nicht. Aber ich glaube manchmal, von mir hat er gar nichts gelernt. Ich habe ihn nichts lehren können. Mit dieser Jugend können skrupellose Leute machen, was sie wollen.« »Wissen Sie, wie viel uns dieser Krieg kostet?« fragte Rathenau nach einer Weile. »Ich nehme an, alles.«